Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 5, Antrag der Fraktion der Piraten, kein Zwangseinbau von Smart-Metern, Wahlfreiheit und Datenschutz bei der Digitalisierung der Energiewende gewährleisten. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, eine Aussprache ist heute nicht vorgesehen. Alle 5 im Landtag vertretenen Fraktionen haben sich zwischen... Wir kommen zur Abstimmung. Doch, da muss ich aber vorher was sagen. Das gestatten Sie mir bitte. Alle 5 im Landtag vertretenen Fraktionen haben sich zwischenzeitlich darauf verständigt, den Antrag nicht zu überweisen, sondern direkt abzustimmen. Darf ich das sagen? Dankeschön. Wir kommen also zur Abstimmung über den Inhalt des Antrages, Drucksache 10.420. Dann sind meine Unterlagen falsch. Direkte Abstimmung über diesen Antrag, keine Debatte. Mit Debatte. Bitte? Mit Debatte. Mit Debatte, okay. Dann hat für die, bei mir ist das eben anders mitgeteilt worden. Mir ist mitgeteilt worden ohne Debatte, dann findet doch eine Debatte statt und für die Fraktion der Piraten hat der Kollege Herrmann das Wort. Hier ist festgehalten ohne Debatte. Bitte schön, Herr Kollege. Das kann ja auch mal passieren. Aber schön, dass ich noch etwas dazu sagen darf. Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer im Saal und zu Hause. Mit unserem Antrag, kein Zwangseinbau von Smart Mietern, Wahlfreiheit und Datenschutz bei der Digitalisierung der Energiewende gewährleisten, wollen wir erreichen, dass die Menschen weiterhin frei wählen können, ob und wie sie Smart Mieter einsetzen. Damit wollen wir die informationelle Selbstbestimmung der Bürgerinnen und Bürger stärken. Das Land Nordrhein-Westfalen muss sich dafür im Bundesrat klar positionieren. Für Selbstbestimmung, gegen Verbots- und Bevormundungspolitik. Ja. Der am morgigen Freitag im Bundesrat vorliegende Gesetzentwurf der Bundesregierung würde in der aktuellen Fassung die Selbstbestimmung massiv einschränken. Die Bevormundung der Bürger geht sogar so weit, dass sie tatsächliche Nachteile mit sich bringt. So soll der Einbau der Smart Meter zwangsweise vorgeschrieben werden, auch in Fällen, in denen dieses absolut unwirtschaftlich ist. Das fördert die Akzeptanz sicherlich nicht. Pilotprojekte haben gezeigt, dass bei Verbrauchern mit weniger als 6.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch keine Energieeinsparungen zu erzielen sind. Das sind aber die meisten 1 bis 4 Personenhaushalte im Land. Für die gibt es also gar keine Energieeinsparmöglichkeiten. Es scheint sich da also eher um ein Wirtschaftsförderungsprogramm für eine Handvoll Unternehmen zu handeln, denn immerhin kostet der flächendeckende Einbau von Smart Mietern 45 Milliarden Euro. Milliarden, nicht Millionen. Und auch wenn das oft anders dargestellt wird, laut Gesetz entscheidet der Messstellenbetreiber, ob Smart Meter eingebaut werden und der Verbraucher muss zahlen. Bis zu 90 Euro pro Jahr und extra Strom verbrauchen die Smart Meter auch noch. Mehr Belastung, mehr Stromverbrauch, das kann und sollte nicht Ziel dieses Gesetzes sein. Eine höhere Energieeffizienz lässt sich so auf jeden Fall nicht erreichen. Aber auch in den Fällen, in denen Verbraucher vielleicht einen Vorteil daraus ziehen könnten, sollten wir sie nicht bevormunden und zu einem Einbau von Smart Mietern zwingen. Denn auch der Privatheitsschutz ist bisher viel zu wenig beachtet. Die im Gesetzentwurf vorgesehene Erhebung von Daten im 15-Minuten-Takt ist ein erheblicher Eingriff in die informationelle Selbstbestimmung und verletzt die Privatsphäre der eigenen Wohnung. Stellen Sie sich das bitte einmal bildlich vor. Da steht jemand Fremdes in Ihrer Wohnung und misst alle 15 Minuten und protokolliert, ob Sie zu Hause sind, welche Lampen oder Geräte eingeschaltet sind und verschafft sich so ein genaues Profil Ihrer Lebensgewohnheiten. Nicht nur, dass man sich dabei ausgespäht fühlen könnte, diese Informationen sind auch sicherheitsrelevant. Genau zu wissen, wer wann zu Hause ist oder auch nicht, sind wertvolle Informationen für Kriminelle. Und die hier im Landtag viel zitierten Einbruchsbanden, die professionell und organisiert vorgehen, die hätten sicherlich Interesse an diesen Daten. Und bevor Sie gleich sagen, die Daten wären sicher, nein, das sind sie nicht. Die ersten Hacks und Sicherheitslücken sind bereits im letzten Jahr öffentlich geworden. Wir sind deshalb der Überzeugung, dass die Unverletzlichkeit der Wohnung und das Recht auf informationelle Selbstbestimmung gegenüber dem öffentlichen Ziel, Strom zu sparen, überwiegen.
Das abstrakte Ziel, Verbraucher durch mehr Informationen zu Stromsparen anzuhalten, rechtfertigt aus unserer Perspektive diese Grundrechtseingriffe nicht. Da diese Maßnahme bei Normalverbrauchern auch gar nicht geeignet ist, das Ziel der Energieeffizienz zu erreichen, kann sie auch gar nicht verhältnismäßig sein. Wir als Land Nordrhein-Westfalen müssen uns also klar positionieren. Menschen sollen über den Einsatz und die Erfassung ihres Verhaltens und ihrer Lebensgewohnheiten selbst entscheiden dürfen. Fremdbestimmung und Eingriffe in die Privatsphäre sollten keine Instrumente der Energiewende sein. Der Einbau von intelligenten Stromzählern und intelligenten Messsystemen muss auf freiwilliger Basis geschehen und der Datenschutz sowie der Schutz der Unverletzlichkeit der Wohnung muss gewahrt bleiben. Nur der Wechsel zu einer Opt-in-Lösung kann aus unserer Sicht dazu beitragen, die Akzeptanz für smarte Energielösungen zu steigern. Natürlich müssen die Netze intelligenter werden, aber dazu ist es nicht notwendig, den Stromverbrauch alle 15 Minuten zu messen. Jeder Fachmann wird Ihnen bestätigen, dass die Energiewende eine solche Erfassung nicht braucht. Ich möchte Sie daher bitten, unseren Vorschlag zu unterstützen, die Landesregierung aufzufordern, am morgigen Freitag dem Gesetzentwurf zur Digitalisierung der Energiewende nicht in der aktuellen Fassung zuzustimmen. Die Ausschüsse des Bundesrates haben schon viele Änderungen vorgeschlagen. Wir empfehlen die Änderung des Rechtsausschusses und des Ausschusses für Agrarpolitik und Verbraucherschutz gehen in die richtige Richtung und hoffen, dass die Bundesregierung, die Landesregierung, Entschuldigung, sich entsprechend verhält bei Zustimmung zu unserem Antrag. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Herrmann. Für die SPD-Fraktion spricht Frau Kollegin Blaske. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Mit dem hier vorliegenden Antrag fordern die Fraktion der Piraten die Landesregierung auf, sich im Bundesrat dafür einzusetzen, dass der Einbau von Smart Metern nur auf freiwilliger Basis erfolgt und hierbei der Datenschutz sowie der Schutz der Unverletzlichkeit der Wohnung gewährleistet wird. Meine Damen und Herren, auch wir sehen die Problematik, dass der private Endverbraucher durch die Ausstattung mit intelligenten Stromzählern zwar Informationen über seinen Energieverbrauch erhält, aber hierdurch gewonnene finanzielle Einsparmöglichkeiten durch die Betriebskosten der Smart Meter eventuell wieder einbüßen könnte. Ebenfalls sehen wir die Risiken der Smart Meter für den Datenschutz und die Datensicherheit, wobei insbesondere die Gefahr von Rückschlüssen auf die Lebensgewohnheiten der Verbraucher nicht zu unterschätzen sind. Jedoch sehen wir auch, dass der Antrag Schwächen hat. Denn der Gesetzentwurf könnte einen wichtigen Beitrag zur Flexibilisierung des Gesamtsystems und der Partizipationschancen der Bürgerinnen und Bürger an der Energiewende darstellen. Durch den Einbau von intelligenten Messsystemen, meine Damen und Herren, bietet sich die Möglichkeit, eine bessere Auslastung und Steuerung der Netze sowie eine Optimierung des Verbraucherverhaltens zu erreichen. Mit dem im Gesetzentwurf enthaltenen Messstellenbetriebsgesetz soll dabei eine Vorgabe der Europäischen Kommission umgesetzt werden, die zum Ziel hat, in den Mitgliedstaaten 80% der Endverbraucher mit intelligenten Messsystemen auszustatten. Um die Kosten hierbei für den Endverbraucher möglichst gering zu halten, hat die Bundesregierung eine Kosten-Nutzen-Analyse erstellt, die berücksichtigt, dass es kein Rollout um jeden Preis geben soll und die Belastung für die Endverbraucher nicht unverhältnismäßig sein dürfen. So etwa enthält der Entwurf Regelungen für den Einbau und die Finanzierung der Smart Meter. Auch gibt der Gesetzentwurf einen hohen technischen Standard vor und erklärt Schutzprofile sowie technische Richtlinien für die intelligenten Messsysteme, um den Datenschutz und die Datensicherheit sicherzustellen. Vorgesehen ist ein mehrstufiger Einbau, bei dem zunächst der Endverbraucher über 6.000 Kilowattstunden einen Smart Meter erhalten soll. Ab 2020 soll dann optional nach Entscheidung des Messstellenbetreibers Verbraucher unter 6.000 Kilowattstunden hinzukommen. Ihrem Antrag merken Sie an, dass sie zu einem Zwang für die Endverbraucher führen kann. Allerdings sieht der Gesetzentwurf vor, dass der Einbau nur dann erfolgen soll, wenn dies wirtschaftlich vertretbar ist. Wir wollen als rot-grüne Landesregierung darauf hinwirken, dass der Verbraucher unter 6.000 Kilowattstunden die Möglichkeit erhalten, einem Zwangseinbau zu widersprechen. Dazu gehört auch, dass eine Deaktivierung eines vorhandenen Smart Meters ermöglicht werden soll und Smart Meter dann nur noch als einfacher Zähler nutzbar sein soll. Wir begrüßen es daher, dass in der Begründung des Gesetzentwurfs dargestellt wird, dass bei Endverbrauchern unter 10.000 Kilowattstunden keine Verpflichtung zur Nutzung aller Funktionen der Smart Meter bestehen soll und anders als in Ihrem Antrag dargestellt, hiermit der Endverbraucher die Möglichkeit erhält,
den zeitlichen Verlauf des Stromverbrauchs nicht aufzeichnen zu lassen. Den Anbau des Smart Meters allerdings einzig von der aktiven Zustimmung des Endverbrauchers abhängig zu machen, wird der Gesetzgebung oder Zielsetzung des Gesetzes sowie der Umsetzung der Vorgaben der Europäischen Kommission nicht gerecht. Aus verbraucherpolitischer Sicht bietet Smart Meter zudem den Vorteil, dass es hier zum Beispiel kürzere Ablesungsintervalle geben soll. Ich kann das aus meiner Praxis nur bestätigen, aus der verbraucherpolitischen Praxis bestätigen, dass es natürlich auch sinnvoll ist, mal zwischendurch den Verbrauch ablesen zu lassen, um damit die Abschlagskosten zum Beispiel regelmäßig anpassen zu lassen, um nicht nach einem Jahr eine hohe Nachforderung zum Beispiel der Stadtwerke entstehen zu lassen. Das kann sehr sinnvoll sein. Meine Damen und Herren, Sie sehen, es gibt Vor- und Nachteile von Smart Metern in Einklang zu bringen und für den Verbraucher sowie die Energiewende ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen. Ich habe durchaus Sympathien für Ihren Antrag gehabt und hätte mich gefreut, wenn wir dies also auch beratend im Ausschuss behandelt hätten. Aber Sie haben kurzfristig, glaube ich, 2 Stunden hier vor dieser Sitzung entschieden, dass Sie hier eine direkte Abstimmung wollen. Und an dieser Stelle können wir den Antrag nur ablehnen und so ein Verhalten nicht tolerieren. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Blasch. Für die CDU-Fraktion spricht der Kollege Hofenjürgen. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kollegin Blasch, Sie hat schon vieles Richtige gesagt. Natürlich gibt es berechtigte Fragen, die Sie in dem Antrag stellen. Vorgesehen war eigentlich die Beratung in den Ausschüssen. Ich kann aber auch nachvollziehen, dass Sie aufgrund der Beratungsfolge im Bundesrat natürlich heute eine direkte Abstimmung verlangen. Nichtsdestotrotz führt es dazu, dass die Fragen, die sich aus Ihrem Antrag ergeben, heute nicht ausreichend diskutiert werden können. Und insofern kann ich auch für die CDU-Fraktion sagen, dass wir diesem Antrag so leider nicht zustimmen können, obwohl natürlich berechtigte Fragen gestellt werden. Aber Kollegin Blasch hat dies ja auch schon korrekt ausgeführt, dass natürlich auch die Regierungskoalition, die Fraktionen der Regierungskoalition in Berlin schon in entsprechender Art und Weise interveniert haben, auf die Problemstellungen der Zwangsanschlusssituation hingewiesen haben, dass es dort um wirtschaftliche Fragestellungen für den Verbraucher geht. All das ist, glaube ich, schon mit eingespeist. Und deswegen sehen wir eigentlich dort auch mehr Chance als Risiko und sind da vollen Vertrauens, dass die Koalition dort dafür sorgt, dass wir die Fragen, die noch offen sind, auch entsprechend behandelt wissen. Und insofern können wir auch heute leider, so leid es uns tut, diesen Antrag, so wie er jetzt formuliert ist, nicht gemeinsam abstimmen, können Ihnen da nicht zustimmen. Es wäre gut gewesen, wenn Sie diese Absicht gehabt hätten, dass man das vielleicht mal gemeinsam miteinander besprochen hätten. Ich hätte schon mir vorstellen können, dass wir dort Formulierungen gefunden hätten, die man auch gemeinsam hätte tragen können. Insofern nochmal der Hinweis, richtige Fragen, aber aus unserer Sicht ein bisschen zu defätistisch. Und insofern haben wir ein bisschen mehr Vertrauen in die Handelnden in Berlin als Sie. Das würden Sie uns sicherlich auch zugestehen an dieser Stelle. Also heute leider für Sie keine Zustimmung. Vielen Dank, Herr Kollege Hofenjürgen. Für die Fraktion Die Grünen spricht Frau Kollegin Brems. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, ja, die Digitalisierung der Energiewende. Ich möchte mal sagen, das ist das unterschätzte Megathema der Energiewende. Es ist die unterschätzte Herausforderung der Energiewende. Wir reden immer viel in diesem Haus über das energiepolitische Dreieck, in dem es um Umwelt- und Klimaschutz und die Vereinbarkeit mit Wirtschaftlichkeit und Versorgungssicherheit geht. Was unterschätzt wird und eben nicht betrachtet wird, ich glaube, dass aus diesem Dreieck eigentlich mittlerweile so etwas wie ein Viereck geworden ist und wir es immer mehr eben mit dem Punkt der informationellen Selbstbestimmung zu tun haben, der in diesem Viereck noch mit betrachtet werden muss. Wenn wir einmal zurückgucken, in den letzten 10, 15 Jahren haben leider die großen Energieversorger die Energiewende, also den Ausbau der erneuerbaren Energien, verschlafen. Das rächt sich gerade bitter. Die Bundesregierung hat leider in den letzten Jahren mit dafür gesorgt, dass Deutschland die Digitalisierung der Energiewende verschlafen hat. Andere Länder sind da schon viel weiter, in Europa, in der ganzen Welt, die USA beispielsweise. Sie haben positive Erfahrungen gemacht und sie wissen, wo die Herausforderungen beim Datenschutz liegen. Seit Jahren gibt es eigentlich schon Regelungsbedarf,
auf europäischer, durch die europäische Ebene hervorgerufen, aber auch insgesamt, weil das Thema jetzt nicht erst ganz aktuell ist. Die Bundesregierung hat aber eben entweder nichts getan oder an unterschiedlichen Stellen den Entwicklungen auch Steine in den Weg gelegt. Und wie ich das in der Energiepolitik leider häufiger beobachte, finde ich, ist das typisch, wie die Bundesregierung hier wieder agiert hat. Erst nichts tun und dann hoppla hopp mal eben das Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende hier einbringen und eben sehr kurze Fristen angeben, bei denen sich dann die entsprechenden Länder beteiligen können. Und der Piratenantrag geht auf einen Aspekt dieses Gesetzes ein und lässt leider andere hinten runterfallen. Sie haben eben viel über Schwierigkeiten gesprochen und haben da das Thema Datenschutz angesprochen. Da möchte ich den Großteil meiner Vorredner auch zustimmen. Da haben Sie richtige und wichtige Aspekte genannt. Aber wenn es dann darum geht, dass wir über die Schwierigkeiten sprechen, dann müssen wir eben eigentlich auch über das Thema Sicherheit sprechen. Meine Kolleginnen Verena Schäffer und Matti Bolt und ich, wir haben zusammen im April diesen Jahres in diesem Raum einen großen Kongress veranstaltet und uns mit dem Thema Sicherheit, Katastrophenschutz und Energieversorgung beschäftigt. Aspekte, die beispielsweise eben auch im Buch Blackout vorkommen und behandelt werden. Jetzt möchte ich nicht sagen, dass genau dieses Szenario sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass es passiert, aber es ist eben möglich und genau mit diesen Aspekten muss man sich ganz klar beschäftigen und da gibt es noch einiges zu tun. Ich möchte aber auch dann zu den positiven Aspekten kommen. Wir können und wollen die Digitalisierung der Energiewende auf keinen Fall aufhalten. Wir brauchen bei immer mehr erneuerbaren Energien, die nun mal fluktuierend sind, also nicht zu jedem Zeitpunkt zur Verfügung stehen, auch den Aspekt, dass sich der Verbrauch an diese erneuerbare Energieerzeugung anpasst. Das wird eigentlich mehr in der Industrie und in der Wirtschaft sein. Das Potenzial ist dort viel größer als in Haushalten. Aber auch in diesem Bereich sollten wir für die Zukunft vorsorgen. Und deswegen wäre eine wichtige Forderung, endlich wirklich lastflexible Strompreise zu haben. Das würde bedeuten, dass dann Strom teurer ist, wenn eben wenig erneuerbare Energien im Netz zur Verfügung stehen und dass Strom dann günstiger ist, wenn viel erneuerbare Energien zur Verfügung stehen. Das Ganze würde unterschiedliche positive Effekte haben, beispielsweise Speichertechnologien und deren Einsatz anreizen und eben auch mit entsprechend intelligenter Technik im Haushalt in Zukunft dafür sorgen, dass der Verbrauch zeitlich verschoben wird, und zwar mehr als die Vorschläge, die in dem Vorschlag der Bundesregierung im Gesetz enthalten sind. Solche Aspekte hätten dem Piratenantrag gut getan. Mit weiteren Aspekten, wie man zum Beispiel mit größeren Verbrauchern als den Haushalten umgeht und aus unserer Sicht zu hohen Anforderungen an Photovoltaikanlagen, beschäftigt sich der Piratenantrag gar nicht. Ich möchte mich meinen Vorrednern anschließen. Auch ich hätte gern dieses Thema weiter diskutiert, finde da einige spannende Aspekte daran. Dieses Hin und Her, was Sie in den letzten Tagen leider hingelegt haben, wie wir nun weiter mit dem Antrag umgehen, ich finde es schade. Wir lehnen an dieser Stelle den Antrag ab. Vielen Dank, Frau Kollegin Brems. Für die FDP-Fraktion spricht der Kollege Borges. Herr Präsident, meine Damen und Herren, worum geht es in dem vorliegenden Antrag? Aufgrund der EU-Vorgaben sind mindestens 80% der Messstellen mit Smart Metern auszustatten. Ein verpflichtender Smart-Meter-Rollout findet bei großen Stromverbrauchern bzw. grundsätzlich ab einem Jahresverbrauch von 6.000 kW statt. Der Einsatz intelligenter Messsysteme bei Verbrauchern, Erzeugern und Speicherbetreibern wird künftig durch verbrauchsorientierte Tarife und den Einsatz intelligenter Produkte und intelligenter Netze neue Chancen für Stromkunden und regionale Versorger eröffnen. Nach der Digitalisierung der Wirtschaft, Thema Industrie 4.0, wird die Digitalisierung auch der Energiewirtschaft grundlegende Veränderungen mit sich bringen. Der Ausgleich der fluktuierenden Erneuerbaren wird künftig andernfalls kaum gelingen. Durch digitales Lastmanagement kann insbesondere die Industrie ihren Verbrauch anpassen und so Netzstabilität gewährleisten. Hier liegen erhebliche Potenziale brach. Die zu heben, erfordert im Übrigen weit mehr als die Umstellung auf Smart Meter. Zum Beispiel, meine Damen und Herren, die Novellierung der Netzentgeltverordnung, um Flexibilität auch entsprechend zu honorieren.
Das ist wichtig, damit man damit Geld verdienen kann und man überhaupt bereit ist, dies in Kauf zu nehmen. Diese wichtigen Zukunftsthemen verschläft die Große Koalition in Berlin und beschäftigt sich stattdessen lieber mit Planspielen zum Kohleausstieg. Meine Damen und Herren, natürlich ist der Datenschutzaspekt bei Smart Metering extrem wichtig. Nicht zuletzt ist dies der Grund, weswegen wir noch über die Umstellung diskutieren, während andere Länder wie zum Beispiel Italien bereits viel weiter sind. Im Ergebnis kann man daher festhalten, dass der Datenschutzstandard bei Smart Mietern höher ist als beim Homebanking über Internet. Der Dank gilt hierbei dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Und die andere Seite der Medaille, deswegen die Umstellung auf Smart Meter auch verhältnismäßig teuer ist, die dem Gesetz zugrunde liegende Kosten-Nutzen-Analyse ist in diesem Punkt nicht wirklich aussagekräftig. Ob der kurzfristige Smart Meter Rollout einen ausreichenden Nutzen für Verbraucher hat, um diese Kosten auszugleichen, kann dadurch nicht entsprechend definiert werden. Deswegen, Herr Kollege Herrmann, ist es richtig, Kosten und Nutzen abzuwägen. Und nichts ist so gut, dass man es nicht noch besser machen könnte. So sagt der Gesetzentwurf von Minister Gabriel, dass bei einem Verbrauch unter 6.000 kW eigentlich kein Rollout stattfinden soll, weil dem Verbraucher die Kosten nicht aufgebürdet werden sollten. Überlässt es dann aber den Messstellenbetreibern, dies einfach anzuordnen. Hier bedarf es dringender Korrekturen und einem Optionsrecht für den Verbraucher, nicht für die Unternehmen. Sie sehen, Herr Kollege Herrmann, insofern können wir Ihrem Antrag dort zustimmen. Aber, und das ist leider der Punkt, darüber hinaus wird in Ihrem Antrag absichtlich die bewusste Unkenntnis der Menschen ausgenutzt. Sie bilden ein Zerrbild. Hier soll Angst verbreitet werden vor einer drohenden Totalüberwachung. Man muss sich schon fragen, inwieweit das möglich ist bei Einzelstandsmessungen im Viertelstundentakt. Mit dem Verweis auf Ablaufprotokolle wird ganz klar mit Nebelkerzen geworfen, um entsprechend Panik zu machen. Lieber Kollege Herrmann, Sie wissen doch selbst, Nutzerprofile werden heutzutage über Google, Facebook und den Smart TV erstellt. Dazu bedarf es nicht der Stromzählerablesung, meine Damen und Herren. Im Übrigen ist im Gesetz auch klar geregelt, dass bis zu einem Jahresverbrauch von 10.000 kWh keine Daten übermittelt werden, wenn es der Verbraucher nicht ausdrücklich erlaubt. Insofern wäre es sicherlich wünschenswert gewesen, über Ihren Antrag noch weiter zu diskutieren. Umgekehrt macht es wenig Sinn, wenn morgen die Abstimmung ist, dies im Ausschuss auch zu tun. Insofern sehen Sie uns unserer Ablehnung an dieser Stelle heute nach. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Bruckes. Für die Nun spricht der fraktionslose Abgeordnete Schwert. Genau, wir haben eine Begründung. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren auf der Tribüne und am Stream. Das intelligente, vernetzte Haus, die Digitalisierung unseres Alltags, bietet eine Reihe von Chancen. Wenn der Kühlschrank immer gefüllt ist, ist das praktisch. Wenn nur die Räume des Hauses beheizt und beleuchtet werden, in denen man anwesend ist, ist das komfortabel. Und wenn eine Intelligenz aus meinem bisherigen Verhalten schließt und Räume aufwärmt, bevor ich sie betrete, und Gebrauchsgüter nachbestellt, bevor die alle sind, macht das mein Leben angenehmer. Gleichzeitig kann diese Intelligenz den Ressourcenverbrauch besser planen und verteilen. Lastspitzen und Leerlauf können minimiert werden, insbesondere wenn sich die Intelligenz mehrerer Häuser kombiniert. Wenn dies zu Ressourcen- und Energieeinsparungen führt, wenn wir unsichere Atom- oder schmutzige Kohlekraftwerke deswegen abschalten können, dann ist das doch gut für uns alle. Die Technologie, die dafür notwendig ist, schafft neue und nachhaltige Jobs. Sie sehen, ich verteufle dieses Thema nicht. Ich bin zukunftsoptimistisch. Dieser Fortschritt kann
unser Leben besser machen und die Umwelt schützen. Die Weltuntergangsstimmung dieses Antrages der Piraten teile ich daher nicht. Doch es gibt eben auch Probleme und Risiken, und die Piraten sprechen das ganz zu Recht an. Diese Digitalisierung unseres Alltages produziert eine gigantische Menge höchst sensibler Daten. Damit kann man die Privatsphäre eines Menschen auf eine Art und Weise durchleuchten, wie sie zuvor niemals möglich gewesen war. Solche Daten werden Begehrlichkeiten wecken. Für einen Werbetreibenden ist es von Interesse, ob ein Mensch auf seinem Smartphone eine Webseite im Wohnzimmer, in der Küche oder im Schlafzimmer aufruft. Die Krankenversicherung interessiert sich gewiss für die Ernährungsgewohnheiten. Werden die Energieunternehmen, bei denen diese Daten auflaufen werden, der Versuchung widerstehen können, sie zu Geld zu machen? Daher ist es jetzt an der Zeit, einen Paradigmenwechsel herbeizuführen. Wir brauchen ein Grundrecht, eine Grundeinstellung auf Privatsphäre. Die Daten des intelligenten Hauses sollen grundsätzlich nicht das Haus verlassen. Wenn und soweit Daten aus dem Haus fließen, muss das in allen Einzelheiten transparent sein. Die Daten müssen so weit wie möglich anonymisiert werden. Doch auch danach muss gelten: Daten gehören den Menschen, die sie betreffen. Ohne explizite Zustimmung für jeden einzelnen Fall keine Weitergabe der Daten oder Aggregation. Und wir brauchen effektive Maßnahmen, die die Einhaltung solcher Regeln überprüfen und sanktionieren können. Nur dann verliert das intelligente Haus seinen Schrecken. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schwert. Für die Landesregierung spricht Herr Minister Dün. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es ist schon darauf hingewiesen worden, wir stehen unmittelbar vor der Beratung im Bundesrat über den Gesetzentwurf zur Digitalisierung der Energiewende. Und ich bin mit einigen Vorrednern absolut einer Meinung, dass dieses Gesetz eine Schlüsselfunktion für eine erfolgreiche Energiewende hat. Ich glaube, es war die Kollegin Brems, die darauf hingewiesen hat, dass das das wahrscheinlich am meist unterschätzte Thema ist. Vielleicht war es auch Herr Hovenjürgen, der meldet sich schon, will ja keinen zu kurz kommen lassen. Aber wir waren uns ja in diesem Punkt auch einig, hier gibt es ja zwischen uns auch gar keinen Streit. Die Energiewirtschaft, wissen wir, entwickelt sich rasant. Die Energiewende findet aber überwiegend im Verteilnetz statt. 97% der Erneuerbaren wird in die Verteilnetze eingespeist. Und mehr als 1,5 Millionen Stromproduzenten nutzen diese Option. Und das ist natürlich dann auch eine entsprechend große Aufgabe für die regionalen Netze. Wenn wir hier diskutieren, stehen aber häufig nur die großen Stromtrassen im Mittelpunkt, wenn wir mit Bürgerinitiativen reden etc. Dabei findet der notwendige Ausbau der regionalen Netze wenig Beachtung. Und deswegen drängen wir darauf, auch die Verteilnetze für die Integration Erneuerbarer fit zu machen. Leitungen müssen modernisiert, intelligente technische Bauteile eingesetzt werden. Und dazu gehört neben modernen Ortsnetztransformatoren auch eben eine intelligente Erfassung des Stromverbrauchs. Nur wenn Stromeinspeiser und größere Stromverbraucher schnell informiert sind, kann auch das Verteilnetz optimal organisiert werden. Erzeugung und Verbrauch müssen im Einklang stehen, um zu verhindern, dass der Strom ausfällt. Und nicht zuletzt erhofft man sich mit intelligenten Messsystemen ein anderes Verbraucherverhalten. Auch darauf ist in dieser Debatte von Frau Blask zum Beispiel schon hingewiesen worden. Mit dem Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende wird im Übrigen auch eine Vorgabe der Europäischen Kommission umgesetzt, die den Mitgliedstaaten aufgegeben hat, 80% der Letztverbraucher mit intelligenten Messsystemen auszustatten. Um zu verhindern, dass ein solcher Rollout mehr Kosten verursacht als Nutzen bringt, dürfen die Mitgliedstaaten diesen 80%-Ansatz einer Kosten-Nutzen-Analyse unterziehen und so eine nationale Rollout-Strategie entwickeln. Von dieser Möglichkeit machte die Bundesregierung Gebrauch und ließ eine Kosten-Nutzen-Analyse erstellen, die Grundlage für den jetzt zu diskutierenden Gesetzentwurf ist. Die Bundesregierung geht davon aus, dass es keinen Rollout um jeden Preis geben darf. Es soll daher ein sachlich ausgewogener, ein individuell zumutbarer und gleichzeitig gesamtwirtschaftlich sinnvoller Rollout auf den Weg gebracht werden. Letztverbraucher und Erzeuger, bei denen die modernen Geräte eingebaut werden, dürfen nicht mit unverhältnismäßigen Kosten
belastet werden. Zudem dürfen auch Messstellenbetreiber oder Netzbetreiber nicht zu einer betriebswirtschaftlich unverhältnismäßigen Einbaumaßnahme verpflichtet werden. Neben den allgemeinen Anforderungen an den Messstellenbetrieb gibt der Entwurf einen hohen technischen Sicherheitsstandard vor. Er enthält ferner Regelungen zum Einbau, zur Finanzierung intelligenter Messsysteme und auch zum datenschutzrechtlichen Umgang. Demnach kann ab 2017 der Rollout mit dem Einbau intelligenter Messsysteme für Verbraucher ab 10.000 Kilowattstunden Jahresstromverbrauch und für Erzeuger zwischen 7 und 100 Kilowatt installierter Leistung gestartet werden. Diese zeitliche Abstufung soll dazu beitragen, von den Erfahrungen der Vorreitergruppen bei der Markteinführung zu profitieren. Meine Damen und Herren, ich begrüße grundsätzlich, dass das Gesetz die Flexibilisierung des Gesamtsystems und die Partizipationschancen der Bürgerinnen und Bürger an der Energiewende vorantreiben wird. Dazu ist der Einbau von intelligenten Messsystemen sinnvoll, um eine bessere Auslastung und Steuerung der Netze und ein besseres Verbrauchsverhalten zu erreichen. Wir haben innerhalb der Landesregierung dieses Thema auch intensiv diskutiert, und wir werden darauf achten, dass neben den technischen und wirtschaftlichen Aspekten auch und gerade die Interessen der Verbraucherinnen und Verbraucher berücksichtigt werden. Dazu gehört neben dem hohen Datenschutz auch, dass wir der Meinung sind, dass Privathaushalte bei einem Jahresverbrauch von weniger als 6.000 Kilowattstunden den Zwangseinbau eines intelligenten Messsystems ablehnen können. Den Einbau intelligenter Zähler ausschließlich, wie Sie gefordert haben, Herr Herrmann, ausschließlich von der Zustimmung der betroffenen Verbraucher ohne Differenzierung nach Verbrauchsgruppen abhängig zu machen, das wird dann aber dem von mir gerade beschriebenen Ziel des Gesetzes und im Übrigen auch der Verpflichtung der genannten EU-Richtlinie nicht gerecht. Und deswegen kommen wir zu dem Ergebnis, dass wir den Inhalt Ihres Antrages ablehnen, weil er zum Teil überholt oder eben aus unserer Sicht zum Teil auch zu weitgehend ist. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister Dün. Liebe Kolleginnen und Kollegen, weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Das bleibt auch so. Dann schließe ich an dieser Stelle die Aussprache und wir kommen zur Abstimmung. Wie Sie wissen, haben sich alle 5 im Landtag vertretenen Fraktionen zwischenzeitlich darauf verständigt, den Antrag nicht zu überweisen, sondern direkt abzustimmen. Die direkte Abstimmung führen wir jetzt auch durch, und zwar über den Inhalt des Antrages mit der Drucksachennummer 10-420. Wer diesem Antrag zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Piraten. Vielen Dank. Wer stimmt dagegen? SPD, Bündnis 90, die Grünen, CDU, FDP. Vielen Dank. Möchte sich jemand enthalten? Der fraktionslose Abgeordnete Schwert. Mit dem festgestellten Abstimmungsergebnis ist damit der Antrag Drucksachennummer 10-420 abgelehnt worden. Ich schließe Tagesordnungspunkt 5, rufe auf Tagesordnungspunkt 6.